Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in St. Andreas in der Düsseldorfer Altstadt. Mein Name ist Pater Elias, ich bin einer der 8 Dominikaner, die diese Kirche hier in der Altstadt betreuen dürfen. Und ich lade Sie nun ein, mit mir in diese wunderbare Kirche zu kommen. Treten Sie ein. St. Andreas ist die ehemalige Hofkirche von Düsseldorf. Seit 1972 dürfen wir Dominikaner diese Kirche betreuen. Meist ist es so, dass die Besucher unserer Kirche erst einmal staunend nach oben schauen, auf den Stuck, das, was unsere Kirche ausmacht. Wir werden Ihnen gleich auch einige Details zeigen, dieser wunderbaren Stuckdecke, die alle Zeiten überdauert hat. Kurz zur Geschichte dieser Kirche. 1622 fand die Grundsteinlegung statt und schon 7 Jahre später, 1629, konnte hier am Fest des heiligen Andreas, des Patrons dieser Kirche, die erste heilige Messe gefeiert werden. Allerdings dürfen Sie sich nicht vorstellen, dass die Kirche damals schon völlig fertig war. Die Stuckdecke, die Innendekoration, ist erst in den Jahren danach geschaffen worden und auch die Türme unserer Kirche stammen erst aus späterer Zeit. Ich will jetzt gar nicht lange in Düsseldorfer Stadtgeschichte einsteigen, das kann man besser nachlesen, aber um zu verstehen, warum es überhaupt hier zu diesem Kirchenbau gekommen ist, doch kurz einige Hinweise. Anfang des 17. Jahrhunderts starb die Linie der Herzöge von Jülich, Kleve und Berg aus. Es gab keine männlichen Nachkommen. Und so kam es zu einem Erbfolgestreit über dieses Gebiet im Westen des damaligen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und es gab mehrere Familien, die sich um dieses Gebiet stritten. Die beiden bekanntesten waren Kurbrandenburg, das spätere Preußen, und Pfalz-Neuburg, eine Seitenlinie der Wittelsbacher. Beide Familien versuchten, den Streit für sich zu entscheiden. Am Ende wurde das Gebiet aufgeteilt. Kleve fiel an Kurbrandenburg, Jülich und Berg an die Pfalz-Neuburger. Sie sehen hier eine Büste von Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, der diesen Streit für sich entschieden hat. Entscheidend war seine Konversion zum Katholizismus. Damit hatte er ganz andere Bündnispartner im Rücken. Und für seine Konversion spielten sicher politische Gründe eine Rolle. Wir wissen aber auch aus seinen Tagebüchern, dass er sich sehr intensiv mit dem Katechismus des Petrus Canisius beschäftigt hat. Kaum war der Streit entschieden, setzte er hier in Düsseldorf in der Residenzstadt ein klares Zeichen mit dem Bau dieser Kirche. Sie ist nach dem Vorbild der Neuburger Hofkirche gestaltet. Diese Kirche hat alles, was eine Barockkirche auszeichnet. Mehrere Beichtstühle, mehrere Altäre, eine wunderbare Kanzel, auf die ich noch im Detail eingehen werde, und natürlich auch eine große Orgel. Über die erste Orgel, die es hier in St. Andreas gab, wissen wir leider nichts. Im 18. Jahrhundert hat Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz, später Kurfürst von Bayern, diesen Orgelprospekt gestiftet. Sie sehen vorne die Initialen C und T für seinen Namen Karl Theodor. Die Orgelpfeifen stammen von der Firma Beckerath. Hier in dieser Kirche hat vermutlich Georg Friedrich Händel die Orgel gespielt. Nicht dieses Instrument, sondern ein Vorgängerinstrument. Anfang des 18. Jahrhunderts war er hier in Düsseldorf zu Besuch und hat für den damaligen Kurfürsten musiziert und komponiert. Wer hier in diese Kirche kommt, soll sich besonders auf Gott hin ausrichten. Das ist schon so, wenn man die Kirche betritt, nach oben schaut,
auf die Stuckdecke, also Richtung Himmel, in die Richtung Gottes. Diese Kirche ist ausgestattet mit zahlreichen heiligen Darstellungen. In der Stuckdecke, an den Pfeilern stehen große Heiligenfiguren und natürlich sehen Sie auch Heilige auf der Kanzel. Vorbilder des Glaubens, an denen wir uns orientieren können. Ganz typisch für die Barockzeit holt man auch die Natur in die Kirche, das Schöne in Gottes Schöpfung, Blumen, Früchte. Und dann ganz oben auf der Kanzel steht der Erzengel Michael, der mit seiner Lanze einen Drachen ersticht. Zeichen dafür, dass das Gute über das Böse siegen soll. Ich nenne das immer barocke Pädagogik. Hier in dieser Kirche zeigt man nicht, wie beispielsweise in gotischen Kirchen, das Böse, kleine Teufelchen, die abgeschreckt werden sollen, sondern man zeigt vor allem das Gute und Schöne. Und wir sollen uns auf diese Seite des Guten stellen. Deswegen gibt es in dieser Kirche auch so viele Engeldarstellungen, keine nackten Putti wie in Barockkirchen Österreichs oder Bayerns, aber große Engelsköpfe und eben auch Michael auf der Kanzel. Auch der Schalldeckel der Kanzel weist eine Besonderheit auf. Sie sehen eine perspektivische Malerei, so als würde es dort weitergehen. Und wenn Sie genau hinsehen, dann werden Sie eine Taube entdecken als Zeichen des Heiligen Geistes, der natürlich den Prediger bei seiner Predigt erfüllen soll. Hier in St. Andreas kann man drei Phasen Düsseldorfer Kunstgeschichte bestaunen. Einmal die Zeit des Düsseldorfer Hofes, das 17. und 18. Jahrhundert, mit der Stuckdecke und einem großen Teil der Ausstattung dieser Kirche. Zum anderen das 19. Jahrhundert, die Zeit der Preußen hier im Rheinland. Sie gründeten die berühmte Kunstakademie. Wir haben mehrere Arbeiten der Düsseldorfer Malerschule hier in unserer Kirche, damals ein Exportschlager. Die Darstellung Marias als Himmelskönigin mit ihrem kleinen Kind in den Armen war im 19. Jahrhundert so populär, dass sie im Rheinland und in Westfalen als kleines Gebetsbildchen in fast jedem Gebetbuch war. Und wir haben die dritte Phase der Düsseldorfer Kunstgeschichte, das 20. Jahrhundert. Sie sehen hinter mir den Hochaltar von Ewald Matteré, dem Lehrer von Josef Beuys hier an der Kunstakademie. Der Hochaltar der Barockzeit wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Er brannte ab. Sie müssen sich vorstellen, dass nach dem Krieg auch die Stuckdecke durch den Ruß ganz schwarz war. Damals hat man sich dann entschieden, den Altar nicht zu rekonstruieren, sondern einen modernen Künstler zu fragen, diesen Hochaltar zu gestalten. Ewald Matteré hat dann diese Marmortreppe geschaffen, die seit 2009 besonders gestaltet ist. Und die Silberfiguren, die wir aus der Barockzeit in unserem Kirchenschatz haben, wurden dauerhaft auf dem Altar von Matteré aufgestellt. Matteré selbst hatte schon die Idee, dass diese Silberfiguren an besonderen Festtagen auf seinem Altar aufgestellt werden. Nun sind sie dauerhaft zu sehen. Jesuitenheiligen und eine wunderbare Marienfigur. Diese Silberfiguren sind Stiftungen der Fürstenfamilie. Durch die ehemaligen Fürstenlogen, die heutigen Räume der Begegnung, gelangen wir in das Mausoleum, die Grablege der Pfalz-Neuburger. Lange war nicht klar, wann dieser Bau geschaffen wurde. Heute wissen wir,
dass er 1716 geschaffen wurde, nach dem Tod von Johann Wilhelm, hier in Düsseldorf meist Jan Wellem genannt. Sein Sarkophag ist besonders prächtig gestaltet. Die anderen Särge sind sehr viel schlichter, weil sie sich ursprünglich in einer Gruft unter der Kirche befanden, also für die Menschen normalerweise nicht sichtbar. Sie hören schon diese besondere Akustik. Das ist nicht zufällig. Wenn man hier im Mausoleum singt, dann hört sich das in der Kirche an, als würden aus dem Himmel, fast aus dem Nichts, sphärische Klänge erklingen. Durch diese geheime Tür gelangen wir nun ins Treppenhaus, um auf die Empore zu gelangen. Folgen Sie mir doch. Wir befinden uns jetzt auf der Empore unserer Kirche. Während unten das normale Volk, die einfache Bevölkerung am Gottesdienst teilnahm, saß hier oben vermutlich der Adel. Und auch die Schüler des benachbarten Jesuitenkollegs des Gymnasiums der Stadt, sie hatten hier vor allem für die musikalische Begleitung der Gottesdienste zu sorgen. Der Stuck greift das auf. Während unten populäre Heilige zu sehen sind, auch getrennt, auf der einen Seite männliche Heilige, weil dort die Männer saßen, auf der anderen Seite weibliche Heilige, weil dort die Plätze der Frauen waren. Hier oben dann im Stuck adlige Heilige, heilige Bischöfe, heilige Könige, heilige Fürsten. Standesgemäß sollte hier jeder sich ein Vorbild nehmen können. Die Geschichte des Stucks unserer Kirche ist inzwischen sehr gut erforscht. In den 1630er Jahren stattete ein Künstler diese Kirche mit Stuck aus. Wir kennen seinen Namen, der Kalkschneider Johannes Kuhn. Das Interessante ist nun, wir kennen auch die Konfession dieses Künstlers. Er war protestantisch. Für die katholische Hofkirche in Düsseldorf beauftragte Wolfgang Wilhelm einen evangelischen Künstler. Vermutlich, weil ihm die Qualität des Stucks wichtiger war als die Konfession des Künstlers. Bedenken Sie bitte, das ist mitten im Dreißigjährigen Krieg. Auch das gab es in dieser Zeit. Nicht nur, dass sich die Konfessionen blutig die Köpfe einschlugen, sondern hier in Düsseldorf konnte ein evangelischer Künstler eine katholische Kirche ausstatten. St. Andreas ist zugleich eine Ordenskirche. Ursprünglich haben die Jesuiten diese Kirche betreut, die neben der Kirche ein Grundstück erhielten, um dort ihr Kolleg zu errichten. Dort war auch das Gymnasium der Stadt untergebracht. Sie sehen hinter mir Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens. Dann war ganz wichtig für diese Stadt, für die Mädchenerziehung, waren die Ursulinen. Bis heute gibt es in dieser Stadt das Ursulinengymnasium, heute eine erzbischöfliche Schule des Erzbistums Köln, lange von den Ursulinen geleitet. Sie waren eng mit der fürstlichen Familie verbunden. Und so bin ich sehr froh und dankbar, dass ihr Kirchenschatz, oft Gaben der fürstlichen Familie, sich heute bei uns in St. Andreas befinden als Dauerleihgabe und die somit auch an die große Zeit der Ursulinen hier in Düsseldorf erinnern. Und schließlich sind seit 1972 wir Dominikaner hier an St. Andreas. Unseren Orden gibt es in Düsseldorf seit 1860.
1972 entschlossen sich dann die Brüder, ihr altes Kloster aufzugeben und hier in die Altstadt zu ziehen, um diese wunderbare Kirche zu betreuen. Wir sind hier mitten im Leben, mitten unter den Menschen, im Trubel der Stadt, an der sogenannten längsten Theke der Welt. Das ist nicht immer ganz leicht, hier zu leben. Aber wir wollen für die Menschen da sein. Für all die Touristen, die hierher kommen, wir haben Kirchenführer in 11 Sprachen. Und für all die Menschen, die auf der Suche sind. Am Valentinstag haben wir eine Nacht der Liebenden. Einmal im Jahr gibt es eine Tiersegnung in der Kirche. Zahlreiche Angebote, die wir machen. Jeden Sonntag ein Konzert bei freiem Eintritt. Wir möchten die Menschen, die hier in der Stadt leben oder die hier zu Besuch sind, ansprechen. Das ist unsere Aufgabe als Dominikaner. Ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Ihnen der Einblick in unsere Kirche gefallen hat. Wir laden Sie ein, zu uns zu kommen. St. Andreas als ehemalige Hofkirche gehört heute dem Land Nordrhein-Westfalen. Und wir sind sehr dankbar, dass das Land sich um dieses besondere Bauwerk, um dieses Denkmal kümmert. Wir Dominikaner wollen für die Menschen da sein. Kommen Sie doch zu uns. Herzlich willkommen.